Moin, moin, meine Lieben. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Project Hospital, wo gerade unsere Nachtschicht um ist. Nichts passiert in der Nacht, ist ja auch logisch. Und unsere Belegschaft kommt. Ich habe mich gerade eben dazu durchgerungen, überall ein paar Wasserspender zu bauen, sodass die Wege kürzer werden. Super Tipps von euch im Übrigen. Nun ja, und jetzt warten wir im Grunde darauf, dass wir wieder ordentlich Kohle scheffeln. Denn das ist sozusagen zurzeit das Hauptziel. Und es wäre natürlich auch geil, 45 Patienten behandeln zu können. Was ich aber nicht glaube, dass es klappen wird. Auch wenn wir zwei Orthopäden haben und viele Leute hochlotsen können, die Probleme orthopädischer Natur haben. Da können wir separieren. Zum Beispiel der hier kann definitiv zur Orthopädie. Und das hier ist auch Orthopädie. Unsere stationäre Aufnahme ist existent. Im Moment nur mit Trennwand. Aber ich habe vor, bald daraus ja, hier zu erweitern und einzelne Räume zu machen. Und ja, auf dem nächsten Stockwerk oben werden dann die Langzeitaufbewahrungen. Vielleicht mache ich dann sogar den Bereich hier, dass der nur kurz ist für so 3-4 Leute. Und oben kommen dann einzelne Zimmer für wirkliche Langzeittherapien. So, hier machen wir erstmal, bevor wir zum Röntgen schicken, eine Direktdiagnose. Vielleicht hilft das ja schon. Hier muss niemand hin. Was denn? Abdominale Schmerzen im Bauchbereich. Oh oh. Grippe, eine Handprellung. Ach ja, und es wurde gesagt, stellen wir ein paar Sachen um, das ist stimmt, die in Benutzung sind. Jetzt geht das auch schneller hier. Gut, hier ist es gerade in Benutzung. Hier ist ihr Bett nicht in Benutzung. Sie muss dann immer hier hinten hinlatschen wieder. So ist es, glaube ich, besser. Ja, so wird es ein bisschen schneller alles. Wurde jetzt jemand zum Röntgen geschickt hier unten? Ja, hier. Hat die Diagnose nichts gebracht. Leider. Ist auch teuer hier, wenn wir sowas betreiben. Aber wir in erster Linie dafür da, den Leuten zu helfen und nicht an Reichtum zu gewinnen. Aber wir müssen auch an Geld kommen. Ist einfach so. Ist leider so. So, dann versorg sie mal gut.
Wenn ich das umdrehen würde. Ja, wunderbar. Oh, hier ist ein Mods-Kandidat. Dadurch dauert das alles länger. Ja, siehst du wohl. Gehen wir mal wieder die Leute ab, um zu gucken, ob irgendeiner eine Beschwerde hat, die auch bei der Orthopädie geklärt werden kann. Entweder Grippe, Bronchitis oder, also chronische sogar, oder Histoplasmose. Das wäre ärgerlich, denn wir haben keine innere Medizin. Was gehört eigentlich zur inneren? Arztzimmer. Das sind spezielle Ärzte. Aber die brauchen wir zurzeit nicht. Innere, ich könnte hier reinbauen. Nein. Ja, aber jetzt gerade funktioniert das recht gut mit den Patienten. Er sitzt halt sehr weit weg, ne? Das muss ich echt nur ändern hier. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Das Ding hier noch näher ranrücke jetzt. So. Wie sieht's hier aus? Nasenbeinfraktur. Wird schon behandelt. Na, behandelt haben wir bis jetzt nur 15 Leute gleich. Es wird kritisch mit der geplanten 45. Hier unten sind viele Leute, die der Rezeption nichts gesagt haben. Okay, das hat nichts mit der Orthopädie zu tun. Er äußert sich hier schon, das ist gut. Findet ihr das so mit der Wandeinstellung besser? Oder so. So ist ja Quatsch, aber so vielleicht.
Wir machen es mal so kurz an. Kein Patient mehr in der Orthopädie. Schicken gleich mal ein paar Leute hoch, weil hier ist Platz. Und die können es auch. Ich mach das mal wieder weg, weil mich stört das ein bisschen. Mittelmäßig Ohrenschmerz. Wir könnten ans Traumazentrum sogar überweisen, wenn es richtig kritisch wäre. Hier zum Beispiel ist es... Ja, das läuft auf Orthopädie hinaus, ne? Ja, vielleicht nicht ganz. Gucken, ob wir einen kritischen Fall sogar mal haben. Gleichgewichtsstörung. Benötigt den Raum Traumazentrum. Habe ich das? Wir haben sogar für die Orthopädie eine Überwachungsstation. Ich suche gerade das Traumazentrum. Doch, haben wir. Das Ding. Ach, hier werden die dann hingebracht? Krass. Rückenschmerzen. Bin gespannt, ob wir irgendwann hier einen Kandidaten haben, der hier mal landet. Eine Ermüdung. Hast schon einen Fulltime-Job hier gerade. Schon krass. Wir haben keine Leute mehr jetzt hier, außer die beiden, die ich hierher geschickt habe. Oder hier sitzt noch jemand doch. Aha, aber irgendwie wäre es nicht schlecht, hier nochmal jemanden sitzen zu haben. Aber die meisten haben ja keinen Grund. Hier vielleicht.
Sie hat doch was mit dem Fuß. Na, egal. 25 Leute behandelt. 45 ist der Plan. Das schaffen wir nicht. Brauchen wir echt noch einen Arzt, ja? Hätte ich nicht gedacht. Da muss hier vielleicht noch ein Arzt hin. Weil das Wartezimmer reicht aus. Die zwei. Aber hier gibt es dann keine Zusatzzahlung. Die kostet, hier, die bezahlen gut. Oh. Muss schnell behandelt werden. So, jetzt aber schnell. Ich hab blutet hier alles voll, ey. Schnell behandeln. Geht er gerade wieder? Scheint so, er hatte eine tiefe Armverletzung. Und das war's? Ja. Wird wieder nach Hause geschickt. Okay. Muss sauber gemacht werden. Achtunddreißig haben wir jetzt schon. Oha. Ein ganz schöner Sprung. Einundvierzig, 42, 43, 44. Oh, hier wird einer zur Überwachung eingestellt. Der hat eine einfache Klavikularfraktur, einfache Knochenbruch des Schlüsselbeins ohne Beteiligung umgebenden Gewebes. Aufnahme des Patienten zur Überwachung, falls bedrohliche Symptome auftreten. Überwachungsraum. Kriegt er Notfalluntersuchung?
Notfallversorgung. Eine Armprothese. Und darf wieder gehen. Ach, der war zur Überwachung erstmal. Okay. Ah, das haben wir gar nicht mitbekommen. Aber interessant. Wir haben jetzt unsere 45 Leute. Haben dadurch kein Geld bekommen. Sondern einzig und allein haben wir heute Einnahmen so gehabt. 16.000 schon fast. Und nächstes Mal kommen, glaube ich, nochmal mehr Patienten, ne? Wo ist denn der letzte Patient? Einer ist hier noch. Ich muss jetzt prüfen. Ah ja. Wieder wurde nach Haus geschickt. Wir mussten einen nach Hause schicken. Schade. Aber haben gut eingenommen insgesamt. Gutes Geld gemacht. Und wenn man sowas ein paar Tage macht, ich meine, das waren jetzt knappe 20 Minuten, wenn man das dann so ein paar Tage erledigt, eine Stunde spielt, hat man wieder gutes Geld und kann den nächsten Schritt bauen. So ungefähr. Alle Räume waren ganz schön gut ausgelastet heute. Ja, und jetzt müssen wir uns eigentlich überlegen, wie wir dann weiter machen. Ob wir diese Aufnahme erweitern, weil im Moment brauchen wir die ja fast nicht. Auch die hier ist eigentlich das Maximum. Ich würde sagen, wir brauchen viel mehr Arztpraxen. Weil am nächsten Tag kommen mehr. Bräuchten wir tatsächlich einen Arzt mehr? Und man kann einen Arzt, glaube ich, erstellen, ne? Man müsste einen Arzt irgendwie erstellen können. Wir können noch einen Arztmodus spielen. Das könnten wir auch vielleicht mal machen. Aber man kann im Editor irgendwie einen Arzt erstellen. Ich weiß aber nicht wie. Diese Option gibt es nämlich. Moment, ich zeige euch das. Hier unten. Erstelle einen Arzt im Charaktereditor mit Hilfe der Anstellungskarte. Vielleicht kann ich das auch erst später. Egal. Ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss.